Stefan Kretschmer, schöner Handballabend heute hier in Lübeck. Worauf kommt es an so einem Benefizabend am meisten an? Naja, die Gefahr ist immer, dass die gegnerische Mannschaft übermotiviert ist. Und natürlich ist es etwas Besonderes, oft für junge Spieler, die irgendwie gegen ihre vermeintlichen Vorbilder spielen. Jetzt ist es schon 20 Jahre her, also die Generation, die jetzt spielt, die kennt einige von uns schon gar nicht mehr. Aber trotzdem, es geht natürlich um den Spaß und es geht darum, dass viele ältere Zuschauer auch da sind, die nochmal irgendwie die alte Mannschaft sehen will. Für uns ist es wichtig, dass wir uns ein paar Mal im Jahr wiedersehen, über die alten Zeiten reden und Spaß haben, klar. Die alten Herren haben wir jetzt so gerade, die alten Männer gesagt, die können auch noch Handball spielen, oder? Na, alle nicht mehr, aber einige schon. Also, wenn ich Florian Kehrmann sehe, der spielt momentan immer noch super Handball. Auch unsere Torhüter waren heute gut gewesen. Ich glaube, man hat dann auch einen gewissen Ehrgeiz und möchte sich da nicht abschlachten lassen oder möchte auch nicht doof aussehen. Also, das Problem ist nur, dass das Delta zwischen dem, was man noch kann und dem, was man dann realistisch abliefert in der realen Welt, ist mittlerweile zu groß. Und die Schere geht immer weiter auseinander. Ich denke manchmal, wenn ich abspringe, okay, ich habe jetzt noch 3 Sekunden, bis ich werfen muss. Und dann stehe ich aber nach 0,2 Sekunden schon wieder auf dem Boden. Also man hat es anders im Gefühl, anders in Erinnerung. Und das ist aber heutzutage eben nicht mehr so. Da muss man sich arrangieren, abfinden. Aber nochmal, der Spaß steht im Vordergrund und einige haben es echt noch drauf. Was war das für ein Erlebnis heute? Ja, ein einmaliges, würde ich mal sagen. Ne? Wenn man da vor dem Spiel in dem Spielertunnel stand und da sind dann mal, weiß nicht, 2000 Leute mehr in der Halle. Da geht einem schon ganz schön die Pumpe, muss ich sagen. Aber ein paar schöne Paraden waren dabei, unter anderem gegen Stefan Kretschmer. Das war ihr Ziel heute. Ist damit das Tage, also ist damit alles erreicht? Könnte man so sagen. Klar, möchte man dann eigentlich auch siegreich gestalten, weil der Ehrgeiz ist ja auch dabei. Aber der Spaß steht im Vordergrund. Ich habe mein Ziel erreicht und bin eigentlich zufrieden. So. Ein, zwei Sätze vielleicht zu den Allstars. Das war jetzt eine relativ deutliche Niederlage heute. Die alten Herren können dann doch noch Handball spielen. Ja, Wahnsinn. Hätte ich so nicht erwartet. Klar haben die noch was drauf, aber stabile 6-0 kriegen sie noch auf die Platte auf jeden Fall. Wir haben uns eigentlich so auf die Fahne geschrieben, am Ende ein bisschen übers Tempo zu kommen, aber das konnten die auch noch ganz gut. Robert Harding, heute mal eine ganz andere Sportart. Wie viel Spaß hat es gemacht? Sehr. Also ich war natürlich den ganzen Tag über und gestern auch schon extrem nervös. Ist ja jetzt, wenn man eine andere Sportart macht, macht man ja so. Aber dann Handball, okay. Und dann gleich im All-Star-Team und dann gleich irgendwie mit einsetzen. Ich hätte gerne mit den Jungs mal ein bisschen rumgezockt oder so. Also es war schon sehr erdrückend. Und als ich dann aber drin war, hat sich das auch ein bisschen gelöst. Trotzdem hat sich dadurch natürlich technisch bei mir nicht viel verändert. Es ist ein Riesenunterschied. So eine Mannschaft zu koordinieren, die koordiniert sich selbst. Die wissen, wo sie hinlaufen müssen. Und das ist natürlich völlig unmöglich, da gut zu sein gleich. Was ich hätte machen können, sind 7-Meter-Treffen. Was ist denn da schiefgelaufen? Es waren jetzt, glaube ich, 3 Stück. Dieser Ball hat einfach geklebt. Es ist einfach komisch gewesen, den zu werfen. Nichtsdestotrotz, ja, ist auch der Druck. Weißt du, und das Interessante ist, unter Druck muss man halt immer performen. Und dazu gehört natürlich auch viel Erfahrung. Ich war da froh, dass ich keine 7 Meter mehr werfen musste, ehrlich gesagt, weil das dann echt ein unangenehmes Gefühl ist. Und ich muss auch sagen, der Unterschied, der größte Unterschied, jetzt wird es sehr, wie sagt man, episch. Eine Mannschaft kann trotzdem gewinnen, auch wenn einer schlecht ist. Ich persönlich war schlecht, aber trotzdem hat die Mannschaft gewonnen. Egal wie. Aber ich habe was dazu beigetragen. Wahrscheinlich waren sie motivierter, weil sie mich gesehen haben. Aber Handball ist ja auch nicht ganz das Neuland für Sie gewesen. Ja, natürlich, ja. Mit 8 Jahren habe ich natürlich auch Handball ein bisschen gezockt. Aber da wusste man, in welche Richtung man rennt und welches Tor man wirft. Aber da gab es mit Spielzügen nichts. Der Ball war anders. Es gab keinen Kleber. Es war überhaupt nicht vergleichbar. Ich wollte auch eigentlich ein bisschen Geheimtraining machen mit Paul Drucks zu Hause in Berlin. Sind der Buddies. Wir trainieren nebeneinander. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Und heute folgte die Strafe auf den Fuß. Ist klar. Super, vielen Dank.